Jo, willkommen zu einem Video. Fortnite hat es echt gemacht. Sie haben die größten Tryhard-Skins wieder in den Shop gebracht. Aber es war auch irgendwie klar, dass die Fußball-Skins wiederkommen. Na, ich habe mir auf jeden Fall fast alle gekauft. Das Ding ist, ich hatte die schon davor. Also ich habe mir die gekauft, als die Fußball-Skins das erste Mal rauskamen. Und das war einfach mein absoluter Lieblingsskin. Beziehungsweise ist es auch immer noch. Aber jetzt läuft halt fast jeder damit rum. Ja, ich finde einfach, die Fußball-Skins sind die geilsten Skins, die es gibt. Einfach, weil man so viele verschiedene Farben auswählen kann. So viele Mannschaften. Also eigentlich alle, die den gespielt haben immer, waren voll gut. Also ich hatte Angst vor dem Skin, wenn ich den gesehen habe. Aber ja, es würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eingeben würdet. Einfach rechts unter meinem Shop Viereck drücken und dann ArianFN eingeben. Das ist mein Creator-Code. Damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen und bekommt auch noch eine kostenlose Tarnung dazu. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt ein bisschen Solo und ich denke mal, fast jeder wird mit einem Fußballskin rumlaufen. Okay, ich würde sagen, ich lande mal hier direkt bei Pleasant Park. Boah, das ist halt so geil, dass man pro Kill Leben bekommt. Das ist so geil. Hä, und warum habe ich direkt fast 400 Mets? Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, welchen von den Fußballskins ihr am besten findet. Also ich finde am besten die hier, die ich gerade spiele, und die Spielemacherin, die ich ja davor schon hatte. Hier ist der nächste Gegner. So, hier ist auch ein. Hä? Hä, das erste war ja so ein Ghosted. Hä, als ob der erste Schuss kein Hit war. Naja, der hat auf jeden Fall nichts gecheckt, aber waren das jetzt alle? Ist hier keiner mehr? Ich glaube nicht. Oh, nice. Okay, ich würde sagen, ich gehe da vorne mal zum Burger und schau, ob da Rifts sind. So. So, ist hier irgendwo jemand? Der Gleiter ist... Ah, ja, da ist jemand. Der Gleiter ist einfach viel zu fett, man erkennt nichts. Ja, der hat mich gehört. Hat mich geschossen. So, das Medikit da vorne nehme ich noch mit. Hä? Ist das normal, dass nur noch 23 Leute leben in der Zone? Müssen nicht jetzt normal noch 40 Leute leben oder so? Hä? Oh, da ist der nächste Gegner. Ich komme mal kurz hier hoch. Damit ich ihn dann von oben holen kann. Nein. Das Geile an den Seilbahnen ist ja jetzt, dass man keinen Fallschaden bekommt, wenn man runterspringt. Der ist da nicht wirklich reingefallen, oder? Der ist da nicht wirklich reingefallen für den Fallen. Ist auf jeden Fall einer. Ich glaube, wenn das bei ihm geklappt hätte. Alter, wenn er das geschafft hätte.
Alter, das war so gut von ihm gespielt mit der Granate. Wenn ich keinen Hängegleiter gehabt hätte. Oh, da ist noch einer. So, der muss mit der Seilbahn herkommen. Komm doch. Hä, der muss doch herkommen. Was macht der? Egal, ich gehe selber erstmal in die Zone. Von hinten oder? Hä, von wo wurde ich gerade gesniped? Okay, vor mir fighten welche und da hinten noch welche. Ja, der kann mich ruhig runterschießen. Aber das muss einfach ein Drop. Hä, hey, ich kann kein Vieh. Ah, jetzt. Okay. Ah ja. Hat der vielleicht noch mehr als 4 Hängegleiter? Oh, 10. Nice. So, noch 5 Gegner leben. Ich habe keine Ahnung, wo welche sein könnten. Ah, da ist jemand. Er trinkt da seine Minis. Nice. Oh, perfekt noch den Kill abgestaubt. Mich würde es mal interessieren, spielt ihr lieber AK oder SK? Weil, oh, nur noch Volume. Spielt ihr lieber AK oder SK? Weil ich spiele lieber AK, aber mega viele. Mögen auch die SK mehr. So, komm, ein Gegner noch.
Ah, da ist er. Ja, der ist, glaube ich, nicht schlecht. Denn da? Mit einem Elfer-Hit. Mit einem Elfer-Hit habe ich ihn geholt. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code ARIENF nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.